Achtung an alle Postbankkunden. Bist du aktuell Kunde bei der Postbank, dann kommst du zurzeit an gar kein Geld mehr ran. Die Geldautomaten funktioniert nicht, dein Online-Banking funktioniert nicht und das Vertragswesen funktioniert nicht. Schaue dieses Video unbedingt bis zum Ende an, damit du nach der Umstellung dich nicht selbst aus deinem Online-Banking sperrst. Warum dieses ganze Chaos bei der Postbank überhaupt? Naja, sie ziehen ihre Server auf die deutsche Bankinfrastruktur. In die Google Cloud um, sprich die kompletten Kundendaten werden gemerged. Heißt also, werden miteinander verbunden. Jetzt kommt's aber, diesen Tipp musst du unbedingt beachten, damit du nach der Umstellung weiterhin in deinen Banking-Account reinkommst. In der Regel benutzt man als Postbankkunde die Finanzassistent-App. Nach der Umstellung muss man eine neue App benutzen, da die alte nicht mehr funktioniert. Die alte App darfst du jetzt aber unter keinen Umständen löschen, denn um die neue zu installieren, musst du diese in der alten App bestätigen. Kannst du das nicht machen, kommst du erstmal nicht in deinen Banking-Account rein. Schick das Video unbedingt jemandem zu, der ein Postbankkunde ist. Schreib in die Kommentare, was du darüber denkst und folg mir für mehr Finanzcontent.